Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Savior Mord, wollte ich sagen, aber wir meinen natürlich normal Isaac Rebirth, denn heute habe ich mal kurz die God Mode rausgemacht und wir werden heute mal einen Seed spielen. Und zwar, den habe ich unter ein paar Videos schon gesehen von dem guten Fansocke. Der meinte nämlich, ich soll mal einen Seed spielen. Und zwar den Seed AV7Z4042. Und ich soll alle Kisten im ersten Sündenraum öffnen. Wir nehmen einen random Charakter. Ich habe keine Ahnung, was wird. Isaac. Alles klar. Dann spielen wir wieder Isaac. Und dann schauen wir mal, was denn der gute Seed hier kann. Erster Sündenraum. Okay. Gucken wir mal hier rein. Wow. Pandoras Box. Was war das denn nochmal? War das hier? Kriegen wir da ein Item? Nee, ne? Okay. Ich ahne so langsam, warum er gesagt hat, ich soll hier alle Kisten öffnen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr stronger Seed, würde ich sagen. Wir werden mal gucken, dass wir werden heute mal wieder so einen Speedrun versuchen. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich hier durchzurennen und alles zu machen. Vorausgesetzt, ich schaffe das und werde nicht hier abgerackt. Und dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen, um überall durchzukommen. Ich glaube, das sollte eigentlich relativ fix gehen. Aber ich bin da schon gar nicht mehr gewohnt, ey. Ich denke mal, hier sind 12 Milliarden Gegner, weil ich immer noch an die God-Mode gewöhnt bin. Aber naja. Ah, der Ruff ist auch kein Ding. Ja, Mr. Boom brauchen wir nicht. So, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. So, hier runter. Rechts. Ah, warte mal. Schlüssel benutzen wir mal. Nice. So, dann gucken wir mal. Hä? What the fuck? Bin ich irgendwie blöd? Ach, da unten war noch ein Tor. Tor 3 war noch da. Alter, Guppy in der ersten Ebene zu bekommen ist halt... Aber ich sag mal so, ne? Hätten wir jetzt nicht Isaac gehabt, hätten wir es ja wahrscheinlich nicht mal bekommen, ne? Also nur mit Isaac geht's wohl. Oder es ist bei den anderen Charakteren einfach andere Items. Das kann natürlich auch sein. Aber bei Isaac... Habt ihr ja gesehen, können wir nochmal würfeln und dann ist das alles in P. So. Zack, her damit. Ach, scheiß auf die Pillen. Alter, was ist denn das für eine Riesenebene hier? What the fuck? Curse of the Lost hier in der ersten Ebene oder was? Holy shit, ey. So, gut. Würfel haben wir. Das heißt, wir gehen weiter. Der Haunt. Der Haunt ist eigentlich für die erste Ebene ein übelster Cancer-Boss. Aber wenn wir ja, diese Items haben, die wir jetzt haben, ist das natürlich alles MP. Ne? Dann ist das natürlich alles MP. Oh. Was soll denn wir machen das? Komm schon. Zack. Sehr gut. Das Tornfoto nehmen wir mit. Tiers und Shotspeed. Können wir uns nicht beschweren. Und dann gehen wir weiter in die nächste Ebene. Wie gesagt, wir werden jetzt schauen, dass wir so schnell wie möglich durchrennen. Ich bin noch am überlegen, ob wir in den Teufelsstil gehen oder in das Shield gehen oder in die Kathedrale. Da weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich überlege mal, was eventuell cooler sein könnte. Wir waren, glaube ich, beim letzten Mal waren wir, glaube ich, im Shield. Zumindest bei der God Mode, logischerweise. Das war auch, Alter, die God Mode, ne? Die. Wer den Kampf mit Satan gesehen hat, Alter, holy shit, Mann, das war echt übel. Dieser 12 Milliarden Minuten Kampf da, das ist ja, da kriegst du ja übelsten Brechreiz. Aber naja. So, wir gehen mal weiter. Zack. Komm schon. Jawohl. Jawollig. So. Okay. Die Fliegen machen halt echt schon Tons of Damage, ey, das ist Wahnsinn. Das ist halt, selbst ohne krasse Damage-Items machen die halt immer viel Schaden, weil die halt den doppelten Schaden von dir machen. Und das ist halt echt übel sick. Wenn man bedenkt, wie viele Items man haben müsste, um den Schaden von sich selbst, von den Standardschaden, den man hat, zu verdoppeln, ne? Das ist halt echt krass. Also du brauchst halt schon echt eine Menge Items. Wow. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich krankes Item. Ja, mit Mithril, für alle, die es nicht wissen, kriegen wir die Möglichkeit, dass alle Herzen, die ab sofort droppen, mit hoher Wahrscheinlichkeit
Ups, das war ziemlich dumm. Habe ich da eine Bombe gelegt? Dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit blaue Herzen sind. Das ist ziemlich übel. So, wir wollen ein bisschen Damage haben. Oh, keine Münzen. Oh, komm schon, ey. Wir brauchen eigentlich noch ein paar Münzen. Eine brauchen wir, um genau zu sagen. So, Teufelsdeal kriegen wir jetzt auch immer, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Vielleicht kriegen wir auch einen Angel-Deal. Angel-Room meine ich natürlich, kein Angel-Deal. Da wir ja den Goat-Head aufgehoben haben, mit dem kriegen wir ja immer einen Teufelsdeal oder einen Holy-Raum, je nachdem. Und wir kriegen einen Teufelsdeal. Wir gehen mal rein. Ja, ist irgendwie noch nicht so prall, aber ich will mich nicht beschweren. Pretty Fly, alles klar. Dann würde ich sagen, ja, okay. Und wir gehen nochmal, ich will den Challenge-Belt eigentlich mitnehmen, weil wir dann mehr Schaden haben. Jawohl, sehr gut, so will ich das sehen. Wäre ich jetzt hier irgendwo reingelatscht, ne, ich hätte geraged. Bis zum geht nicht mehr. Gut, dann gehen wir mal weiter. Nächste Ebene. Alter, komm, mach die Tür auf. Wir wollen los. Wir wollen los. Bei der Maus aus dem Bild. So, wir sind jetzt bei 5 Minuten. Okay, alles noch cool. Okay. Da können wir eventuell gleich nochmal ein Item wegwürfeln. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Damage. Und ich sag mal, so ein Teufels-Item, ne, können wir ja dadurch kriegen. Das wäre schon sick. Ach, Gimpy haben wir übrigens auch noch, stimmt ja. Da war ja was. Mit Gimpy kriegen wir ja, wenn wir getroffen werden, ab und zu mal ein blaues Herz. Das ist ziemlich awesome. Und dann schauen wir mal, was... Ich hoffe, wir kriegen jetzt vielleicht auch einen coolen Schatzraum. Irgendwie so ein richtiges Overkill-Item. Oder eine goldene Kiste mit Cricket's Head zum Beispiel. Den hatte ich auch schon lange nicht mehr. In der Mod habe ich den ja, oder generell in den ganzen Mods, die ich jetzt gespielt habe, habe ich den irgendwie nie gefunden. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, ob man den da nicht finden kann oder ob der einfach nur super selten ist oder so. Ah, das ist echt krass. Den habe ich da wirklich nie gefunden. Ob das so gut war, was ich da gerade gemacht habe, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Denn wir werden jetzt bestimmt keinen Schlüssel mehr bekommen, so wie ich mein Glück kenne. Und dann können wir nicht in den Schatzraum und dann ist es alles ziemlich gay. Ja. Aber wir gucken mal. So, zack, zack, zack. Yep, da ist der Schatzraum und... Komm schon, gib mir mal einen Schlüssel. Oh yeah. Gut. Aber wir können eigentlich direkt mal in den Schatzraum gehen, ich bin auch doof. Weil ich ja... Eventuell das Item dann wegwürfe. Wir gehen mal in den Schatzraum. Und dann schauen wir mal, was es da so gibt. Yo, das ist ziemlicher Crap. Oh, das ist ja genauso Crap. Ja, gut. Das kann natürlich auch passieren, ne? Dass du trotzdem so den übelsten Müll drin hast. Ich sag mal so, ich hatte schon ein paar Mal solche Seeds, wo ich relativ früh... ja auch Gummi bekommen habe, aber danach irgendwie nur noch Ranz, ne? Danach irgendwie fast nur noch Ranz. Das ist halt ein bisschen schade. Ja, komm schon, jawohl. So, Pageant Boy ist halt übelster Müll. Und die komische Haube. Pff, komm, nehmen wir mit. Drauf gekackt. Nehmen wir mit. Weiter geht's. Wir haben keinen Schlüssel. Das war echt dumm von mir, den Schlüssel da zu benutzen. Aber ich meine, unbedingt brauchen tun wir ihn jetzt auch nicht. Bosskampfraum. Nee. Lass mal lieber. Warum haben wir eigentlich so viel... Ich frage mich gerade, warum wir so viel Damage haben. Haben wir noch irgendwas aufgesammelt? Wir haben doch den Pageant Boy gerade aufgehoben. So, dann haben wir ein Damage Upgrade noch gefunden? Nee, oder? I can see forever. Nice. Ach, den hätte ich gar nicht mitnehmen wollen. Ah, scheiß drauf. Scheiß drauf, wir gehen jetzt hier durch. Sehr gut. Pretty Fly, sehr gut.
Wir müssen jetzt eigentlich einen Schatzraum finden, aber wir brauchen sowieso noch einen Schlüssel. Das heißt, ohne Schlüssel geht da sowieso nichts. Karte Stärke. Das ist halt übel dumm, dass wir nur ein Herz haben. Eigentlich müssten wir das auch noch loswerden. Meiner Meinung nach. Weil wir sonst uns im Teufelsstil wahrscheinlich nicht so die krassen Items aussuchen können. Wir brauchen einen Schlüssel. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel, Leute. Wir gehen mal kurz zum Boss. Bei Gurdy immer da oben hinstellen. Da kann er nichts machen, der kleine Knecht. Da kann er nichts machen. So, der 8-Ball, Shotspeed und Krampus. Alter, der Damage von uns ist echt so krass, Mann. Ja, brauchen wir nicht. Das Ghost Baby, ey. Das ist aber ein schlechter Raffle, ey, irgendwie. Da hätte ich irgendwie mehr erwartet. Gut, wir gucken nochmal nach, was wir hier noch haben. Wir brauchen unbedingt einen Schlüssel, ne? Am besten wären sogar zwei, weil wir dann auch noch den Shop betreten können. Es war ein bisschen kacke, dass wir die Energiezelle da einmal weggenommen haben, einfach so. Aber ich meine, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Es geht noch. Ja. Okay, einen Schlüssel haben wir. Nice. Sehr gut. Und zwei Schlüssel. Sehr gut. So, wir gucken mal einmal hier rein. Okay, da war nix. Schatzraum und Shop in einem. Sehr gut. Schubdawupp. Eher Müll. Ich hoffe, dass wir im Shop jetzt vielleicht auch ein Dings bekommen. Eine Energiezelle. Ne, bekommen wir nicht. Aber wir bekommen die Karte und... Ach doch. Bin ich doof, Alter? Warum habe ich die Energiezelle nicht gesehen? Ja, das ist gut. Das Rotten Baby ist sehr gut. Das Glas brauchen wir nicht mitnehmen. Das Glas bringt uns eigentlich nicht viel. Und dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich mal einfach direkt in die nächste Ebene. Denn wir wollen ja hier ein bisschen auf Zeit gehen. Können das hier nochmal mitnehmen. Ja. Schlüssel, ein paar Münzen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ich habe gemerkt, mit dem Blood Penny, ich habe ja erst gehofft, dass man mit dem Blood Penny vielleicht die Möglichkeit hat, einfach blaue Herzen aufzuspawnen, da wir ja Mithra haben. Aber das geht nicht. Das geht leider nicht. Das ist sehr schade. Ich meine, es wäre auch broken, keine Frage. Aber es wäre trotzdem cool. So, wir haben zwei Schlüssel, das heißt Shops und Schatzräume sind kein Ding. Gucken mal, dass wir hier ein bisschen was können wir liegen lassen. Wir wollen ja so schnell wie möglich durch. So. Da ist direkt der Schatzraum, das ist sehr gut. Oh, come on. Das ist ja mies. So, gehen wir in den Schatzraum rein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das sind Homing Shots. Die sind sehr, sehr gut. Man muss immer aufpassen, es gibt ja auch ein Item, da denkt man auch, das ist fast genauso, aber das ist der Spiegel. Der Spiegel ist nämlich ziemlicher Dreck. Der Spiegel ist ziemlicher Dreck. So, Cube of Meat und Dark Bomb Friend und Guppy Ding, nope. Yep, ja damit. Und weiter geht's. Ich weiß, da war noch der Shop, aber den lassen wir jetzt einfach. Wir wollen einfach durchspeeden. Speed up as fast as you can. Okay, da könnten wir theoretisch dran spielen, wollen wir nicht. Safety Cap. Okay. Auch nicht so optimal wieder. Auch nicht so optimal. Aber naja. Okay, da ist der Schatzraum. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel. Schatzraum und Boss, das ist sehr gut. Direkt nebeneinander. Schlüssel haben wir, sehr gut. Ja. Oh, come on. Ich würde eigentlich gerne noch den Shop finden, aber irgendwie wird das hier nichts mehr. Anscheinend. Gut, wir gehen noch mal kurz hoch.
Schnell, schnell, schnell. Geh nochmal hier kurz rein. Hey, was haben wir da jetzt mitgenommen? Was war denn das? Ach, scheiß drauf. Wir gehen zur Mutter. Mutter! Du wirst gerackert. Gerackeronied. So, wir nehmen das Polaroid mit. Gehen hier rein. Nope. Yep. Und gucken wir nochmal hier. Warte mal, erstmal machen wir den hier noch kaputt. Vielleicht haben wir ja noch ein paar Herzen drin. Eins. Die Frage ist, bringt's was jetzt hier den Bossrush zu machen? Ne, mit den Items auf jeden Fall nicht. Monstrous Lunge ist zwar cool, ist ein sehr cooles Item, aber das würde jetzt noch ewig dauern, den Bossrush zu machen. Deswegen rennen wir jetzt einfach hier durch. Ich nehme mal an, da ist da rechts. Ich will einfach mal gucken, wie weit man hier, wie schnell man hier mit dem Seed durchkommt. Okay. Wir sind eigentlich echt strong. Ist krass einfach, wie stark einen wirklich Guppy macht, ne? Ich meine, klar, wir haben jetzt ein paar Items gefunden, die uns auch noch stark machen. Aber, das nehmen wir mal mit. Aber, ist echt krass, ne? Wie stark man durch dieses eine Item wird. Ist echt übel. Okay. Ich hoffe, das ist der Boss. Ja. Das habe ich richtig kalkuliert. So, dann gehen wir zum Boss. The Fallen. Mal ein bisschen schneller hier. Zack. Nimm das mit. Brimstone. Oh, Brimstone. Das wusste ich nicht. Ah, Cancer. Lord of the Pit. Oh, nee. Da können wir nichts mehr mitnehmen, Leute. Ah, das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Gut. Naja, wir haben Brimstone. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil mit Brimstone kriegen wir echt sehr, sehr viele Fliegen. Und wir haben ja den Laser, den Super Laser Brimstone. Seht ihr, was ich meine? Ich glaube, damit sollte das eigentlich kein Problem sein. Okay, hier ist der Bossraum nicht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da könnte er sein. Da ist er auch. Schnell zum Boss. Ich glaube, das war echt einer der schnellsten Musterkämpfe. Mutterkämpfe, die ich jemals hatte. So, wir müssen jetzt trotzdem aufpassen. Ne? Wir haben immer noch super wenig Leben. Das heißt, wir können immer noch reinzacken. So, ich hoffe, der ist da oben. Wir brauchen Schlüssel, Leute. Tears down. Okay, komm. Mal auf. Okay. Da ist er nicht. Unlucky, unlucky, unlucky. Ich habe eigentlich gehofft, wir schaffen es unter 20 Minuten. Ach fuck, hätte ich auch wegwürfen können. Ich bin auch ein Trottel. Boah, ein Schlüssel. Habt ihr mal einen Schlüssel für mich? Okay. Okay, da ist er. Nice, einen Schlüssel haben wir. Jawohl. Zack, ab in die Kiste. Komm, geh rein, geh rein. Schaffe ich, glaube ich, unter 20 Minuten sogar. Wenn ich weiter so mache, schaffe ich das. Oh ja, das ist gut. Das ist doch mal schön. Was Schönes ist das?
So, da unten ist bestimmt der Boss, ne? Oh, ganz am Ende. Das Gute ist, bei Bloat gibt es übrigens auch genau denselben Trick. Immer oben hinstellen. Finde ich gut, dass ich für alles einen Schlüssel brauche. Das ist sehr sweet. So. Ups. Okay. Wir gehen mal kurz zurück. So, jetzt hier links lang. Upsi. Du musst trotzdem aufpassen, ne? Können trotzdem rasiert werden. Und zwar von Gillette Abdi. Körper. So. Ja, ein Schlüssel. Wir brauchen eigentlich gar keine Schlüssel mehr. Wow. Spinnen? Ernsthaft? Was ist das für ein Raum, Alter? Okay. Also, ab geht's. Yay! 18 Minuten und 40! Haben wir es geschafft? Wow! Ja, vielen Dank an den Fansocke für den Seed. War ein sehr, sehr schneller Seed. Wir haben sehr viel übersprungen. Wir haben vieles nicht gemacht. Aber ich finde, unter 20 Minuten für alle Ebenen ist doch mal ganz ordentlich, oder? Ich meine, klar, wir hatten natürlich einen sehr starken Seed. Aber probiert den Seed doch vielleicht einfach mal selber aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr, wie eure Zeit da war. Schreibt mir mal rein, wie lange ihr gebraucht habt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!